HUT-Tacos mit Maishackfüllung. Maishackfüllung. Erstens die Zwiebel schälen und würfeln. Chilischoten entkernen, waschen und in dünne Ringe schneiden. Zweitens Keimöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Hackfleisch darin krümelig anbraten. Zwiebel und Chilischoten zugeben und bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Drittens 1/4i 250 ml kaltes Wasser zum Hackfleisch in die Pfanne gießen, fix für Chili con Carne einrühren und aufkochen. Mais abtropfen lassen und untermischen. Bei schwacher Hitze 5 Minuten garen, ab und zu umrühren. Vierte Taco-Schale nach Packungsanweisung im Ofen erhitzen. Tomaten waschen und würfeln. Den Salat waschen, trocken schleudern und in Streifen schneiden. Joghurt cremig rühren. Alles einzeln in Schüsseln füllen. Fünftens die Maishackmischung ebenfalls in eine Schüssel füllen und alles zusammen mit den Tacos servieren. Sechstens zuerst die Maishackmischung, dann Tomatenwürfel und Salatstreifen in die Tacoschalen einfüllen. Zum Schluss ein Klecks Joghurt darauf geben und die Tacos aus der Hand essen. Erlaten. Für 12 Stück. Eine Gemüsezwiebel je ein kleine rote und grüne Chiliskote 1 l Keimöl. 250 Gramm Beefsteak Hack, Tatar, 1 Beutel Knorfix für Chili con Carne. Eine kleine Dose Mais, Abtropfgewicht 140 Gramm. 12 Taco-Schalen 250 Gramm Tomaten. Ein Römer Salatherz. 200 Gramm Joghurt, 1,5% Fett. Chilischoten. Sie wachsen in allen Tropi- und bekanntes Zeichen Schehen und subtropischen Zonen. Es gibt unzählige Sorten, deren Schärfe enorm variiert. Genaue Mengen und bekanntes Zeichenangaben sind in Rezepten deshalb schwer möglich. Als Faustregel könnte man sagen, kleine Chilischoten sind schärfer als große, rote sind schärfer als grüne. Also an unbekanntes Zeichen fangs lieber sparsam dosieren. Spargelcremesuppe mit Schnittlauchröllchen. Erstens 3/41, 750 ml, Wasser und Milch aufkochen. Feinschmecker Spargelcremesuppe einrühren und bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Zweite Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Röllchen schneiden. Den Schinken in Streifen schneiden. Drittes Schnittlauchröllchen und Schinkenstreifen zur Suppe geben und darin heiß werden lassen. Die Suppe mit Pfeffer abschmecken. Viertens die Brotscheiben mit Frischkäse bestreichen, in breite Streifen schneiden und zur Suppe servieren. Tipp: Anstelle von Schnittlauch passt auch der würzige Schnittknoblauch in die Suppe. Diese aus Ostasien stammende Lautschart besticht durch ihren milden Knoblauchgeschmack. Das winterharte Kraut wächst problemlos im Garten und auf der Fensterbank. Hiermit Schnittlauch-Champignon-Portion. 1464 kJ/350 kcal, 13 Gramm Eiweiß, 11 Gramm Fett, 47 Gramm Kohlenhydrate. 040 Minuten plus Gehzeit. Erstens für den Hefeteig das Mehl in eine Schüssel sieben. Zucker, Salz und Hefe zufügen. 150 ml lauwarmes Wasser zugeben und alles mit den Knethaken zu einem geschmeidigen Teig kneten und bekanntes Zeichen tän. Zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen des Teigs etwa verdoppelt hat. Zweitens den Teig durchkneten und in eine gefettete Spring- oder Quicheform, 28 cm 0, drücken, dabei einen kleinen Rand formen. Dritten Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Den Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Pilze bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Viertens 150 Meter 1 Wasser mit dem Ei und fix für Zwiebelrahmschnitzel verquirlen. Pilze unterheben. Die Masse auf dem Hefeteig verteilen und die Quiche im
vorgeheizten Backofen bei 225 Grad Celsius. Umluft, 200 Grad Celsius, auf der zweiten Schiene. Von unten 20 bis 25 Minuten backen. Fünftens, für den Schaumschnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden. Saure Sahne und Joghurt verrühren, die Schnittlauchröllchen unterheben. Mit wenig Salz und Pfeffer abschmecken. Zutaten: Für 4 Portionen 200 Gramm Mehl, je 1 TL Zucker und Salz, ein Beutel Trockenhefe, 7 Gramm, 500 Gramm Champignons, 2 EL Rapsöl, 1 E. Ester mit Pilzsoße und Grimolata. ZUTTEN. Für 3 Portionen einer Knoblauchzehe ein Bund Petersilie, ein unbehandelte Zitrone. 250 Gramm Spaghetti Salz. 400 Gramm Champignons, 1 EL Keimöl. Pfeffer. Ein Beutel Knorr Feinschmecker Pfifferlingssoße. Erstens, für die Grimolata die Knoblauch unbekanntes Zeichen C schälen. Petersilie waschen, trockenschütteln und zusammen mit dem Knoblauch fein hacken. DC unbekanntes Zeichen Zitrone heiß waschen, abtrocknen, die Schale abreiben und zugeben. Alles gut mischen und beiseite stellen. Zweitens, Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen. Die Champich unbekanntes Zeichen Nons putzen, größere Pilze halbieren oder vierteln. Keimöl in einer Beschicht unbekanntes Zeichen Tetenpfanne erhitzen und die Pilze darin anbraten. Mit Pfeffer würzen. Dritten, Pilze an den Rand der Pfanne schieben, 300 ml kaltes Wasser zugießen, Feinschmecker Pfifferlingssoße einrühren, aufkochen und bei schwacher Hitze mit etwas geöffnetem Deckel 5 Minuten kochen, dabei ab und zu umrühren. Viertens, die Nudeln in einem Sieb abgießen und abtropfen lassen. Mit einer Fleisch unbekanntes Zeichen Gabel portionsweise zunächst dann auf unbekanntes Zeichen rollen und auf Teller setzen. Pilzsoße zu den Spaghetti-Nestern geben und mit der Grimolata bestreut servieren.